Ja, hallo Leute. Ich habe mal wieder ein bisschen Zeit gefunden aufzunehmen und ich habe mir gedacht, ich update noch mal schnell Optifine und dann mache ich gleich mal eine neue Aufnahme. Ja, und wir sind hier das letzte Mal bei der Erntemaschine stehen geblieben. Hoppala. Da müssten wir dann noch ein bisschen gucken, was wir da machen. Aber ich würde sagen, jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, dass die Zuckerrohre auf Sand schneller wachsen. Und ich würde sagen, das ändern wir dann gleich mal. Also dann bauen wir gleich mal ein bisschen Sand unter unsere Zuckerrohre. Wenn die dann dadurch wirklich schneller wachsen, dann dürften wir ja unsere Bücherregale in ein paar Minuten fertig haben. Naja, ein bisschen länger als ein paar Minuten würde es bestimmt schon dauern, aber auf jeden Fall, wenn das schneller wachsen soll, werden wir es auf jeden Fall schneller fertig haben. So, und das würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal. Da könnten wir auch gleich mal bei unseren Tieren gucken. Die könnten wir auch mal füttern. Oder sind die noch... Ne, die sind noch gar nicht gewachsen. Also können wir sie noch nicht füttern. Dann holen wir uns... Naja, ein bisschen Zuckerrohr haben wir noch dabei. Komm, nehmen wir das auch noch mit. Das können wir ja hier lassen. Und dann nehmen wir uns ein bisschen Sand hier. So, tada. Und dann reißen wir nämlich erstmal alle Zuckerrohre ab. Das wird ein Spaß, die dann alle wieder hinzupflanzen. Ich habe übrigens mal einen kleinen Mod installiert, dass die dann so da, ne, und so aussehen. Das ist ja eigentlich normal nicht so. Ist halt ein bisschen eine kleine Spielerei. Sowas, dass es ein bisschen schöner aussieht, sage ich mal. Ich finde es ehrlich gesagt ganz gut. Es schadet ja eigentlich auch nichts. Und ja. Und so. Ich habe Zombielein gehört. Ach, da hinten ist eine Höhle. Da könnten wir dann ja mal nachgucken. Ach so, ja, und wir könnten es ja so machen, dass wir nur die Sachen austauschen, wo wir wirklich was hinstellen. So. Wo ist der denn? Unser Zombielein. Bist du hier? Hallo? Naja. Bist du hier? Ach, da ist ein Creeperlein. Der kleine Creeper. Und da schwebt mal wieder so Sand in der Luft. Das ist ja wunderschön. Ach, herrje. Diese schönen Bugs. Die mag ich ja immer total. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal eine Runde pennen, weil... Sonst, das kennen wir ja schon, sonst wird nämlich hier wieder alles weggesprengt und so, und das möchten wir natürlich nicht. Und diese Bugs mag ich übrigens auch nicht, und gute Nacht. So, pennen wir mal eine Runde, ne? Ja, guten Morgen. Nein, ich sagte guten Morgen, die Musik passt nicht. Oh, ein Endermännchen. Aber ich würde sagen, oh, jetzt ist das Endermännchen weg. Hat es sich an dem Wasser wehgetan? Heul doch. Aha. Aber der Zombie ist immer noch da. Naja. Sieht ja eigentlich schon geil aus. Hier so schön mit Hafen und so. Da können wir dann ruhig mal mit einem Boot langfahren und ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Hätte ich nichts gegen einzuwenden. Ja, essen wir erstmal die Steaks. So. Das ist jetzt halt mal so eine Arbeit für zwischendurch. Also eigentlich müsste das natürlich nicht sein, aber wir wollen ja irgendwann auch mal zu Potte kommen. Und da es jetzt schon dieses Verzauberungstischchen gibt, können wir das ja auch benutzen. Und dafür brauchen wir halt Bücher. Beziehungsweise eher gesagt Bücherregal. Bücher brauchen wir natürlich für die Bücherregale, aber... Ja. Naja, komm, wir können das ja ein bisschen verschönern. Das muss ja nicht alles so... Das hier auch mal. Zack und zack. Es
könnten wir ja eigentlich überall mal machen. Ist jetzt zwar ein bisschen Verschwendung der Schaufel, aber ist ja scheißegal. Zack. Ich meine, es sieht ja viel besser aus, wenn das alles so ist. So. Und dann können wir ja schon mal ein bisschen planen, was wir dann mit der Erntemaschine vorhaben. Weil, also die Erntemaschine soll ja irgendwann auch fertig werden. Und wie man eventuell schon rausgehört hat, werde oder habe ich dann vor, unten drunter unter diese Erntemaschine eine Tierfarm zu bauen. Da müssen wir dann nochmal gucken, wie wir die Tiere dann überhaupt dahin kriegen. Und ja, dann können wir, dann haben wir sozusagen zwei Härmchen in. Ach genau, hier war ja unser Creeper. So, dann haben wir sozusagen zwei Farms. Was ist die Mehrzahl? Farm? Zwei Farmen? Naja, egal. Haben wir dann auf einem Fleck und dann passt das ja alles. Komm, hier die tausche ich auch mal aus, sonst sieht das ja so scheiße aus. Wir könnten jetzt ja mal gucken, ich weiß ja nicht, ob wir jetzt irgendwie. Die Schaufel wurde jetzt nämlich von Inventory Tweaks ausgewechselt. Also nicht repariert, soweit ich weiß, sondern nur ausgewechselt. Moment. Kann ich ja mal kurz zeigen. Genau, hier ist das kaputte Schaufelchen. Das kaputte. Und da müssen wir dann mal gucken, ob wir das dann irgendwie reparieren oder ob wir die dann einfach noch benutzen und halt kaputt gehen lassen. So. Mann, oh, Schaf. Geh doch weg. Ich will dich doch gar nicht schlagen. Naja, ich habe es ja auch nicht geschlagen. Also von daher ist das ja gar kein Problem. So, bin ich einmal gespannt, ob das wirklich stimmt, dass die hier auf Dingens hier auf Dingens halt, ne? Hier auf Sand schneller wachsen. Hippie. Naja, schauen wir uns das Ganze mal an. Können wir ja mal beobachten. Eins ist ja schon gewachsen, also haben wir schon eins Gewinn gemacht. Natürlich auch mal wieder in eine Höhle gehen, fällt mir gerade so ein. Ich will aber ehrlich gesagt nicht hier mir wehtun und so. Ach, wir bauen lieber erstmal die Erntemaschine fertig, weil das muss ja auch irgendwann mal passieren. Also zumindest fände ich es ganz schön, wenn das irgendwann mal passieren würde. Weil, ja. Und so halt, ne? So, das ist immer noch nicht gewachsen, aber wir haben hier ganz viele Eichen, also Eier. Mann. Diese ganzen Verniedlichungen gehen mir auf den Sack. Okay, ich meine, ich muss sie ja nicht benutzen, diese ganzen Verniedlichungen. Aber ich mache es trotzdem irgendwie aus Reflex, warum auch immer. So, sortieren. Perfekt. Jetzt ist die Frage, was wir überhaupt alles brauchen. Die Eimer brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir nicht, das brauchen doch, das brauchen wir. Das können wir mitnehmen. Redstone brauchen wir noch nicht, oder? Ach komm, das nehmen wir auch lieber mal mit. Haben wir überhaupt noch irgendwo anders Redstone? Hm. Naja. Ich denke mal, jetzt machen wir uns erstmal an das Verglasen. Moment, verrottetes Fleisch braucht ja kein Mensch. Das können wir ja mal hier lassen. Ach, guck mal. Ach, guck mal. So. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Essen. Was können wir denn noch hier lassen? Ach Mann, diese bescheidenen Bugs. So, ja, das müssten wir ja eigentlich alles mitnehmen. Die Schere brauchen wir nicht. So. Jetzt sind wir bereit. Na, wir sind schon wieder bereit. Achso, wir könnten noch mal irgendwas... Wir könnten noch ein bisschen Stein mitnehmen, falls wir noch irgendwo Stein haben. Wir haben aber natürlich keinen Stein mehr. Was ist denn das für eine Kacke? Haben wir nicht noch ein bisschen Stein gebrannt? Ich glaube, da habe ich letzte Folge auch schon nachgeguckt. Nein, wir haben keinen Stein gebrannt. Da müssten wir mal... Wir gehen, nein, wir machen erstmal an der Erntemaschine weiter und danach holen wir ein bisschen Stein.